In Mexiko haben Indigene dem geplanten Bau des sogenannten Maya-Zugs laut Regierung zugestimmt. Demnach sprachen sich die Bewohner 5 südostmexikanischer Regionen bei Konsultationen und einer Volksabstimmung mehrheitlich für das umstrittene Megaprojekt aus. Sie hätten zudem einige Vorschläge für ihre Einbindung in das Vorhaben und die Beteiligung an den Vorteilen gemacht. Einige indigene Gruppen hatten den Zug zuvor kategorisch abgelehnt. Sie fürchten, dass sie nur als billige Arbeitskräfte zum Einsatz kommen und große Umweltschäden. Der Dialogbedarf war groß. Ich will, dass sie uns informieren, dass die Behörden hierher kommen und uns erklären, wie das funktionieren soll, weil wir es nicht verstehen. Wir hoffen, dass es für die Leute hier Vorteile gibt, denn es gibt viel Armut unter den Mayas, die nicht genug zum Leben haben. Der Zug soll ab 2024 auf der Halbinsel Yucatan auf mehr als 1400 Kilometern den Badeort Cancun mit Palenque, mit den archäologischen Maya-Städten, verbinden. Das Streckennetz soll aber auch für Güter und normale Personenzüge genutzt werden. Auch Umweltschutzorganisationen fürchten Auswirkungen auf geschützte Regenwaldgebiete. Die Regierung argumentiert, der Zug würde Arbeitsplätze schaffen und die Infrastruktur in der Region verbessern. Thank you.